Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15 hier bei Because Gaming is Fun. Saisonmodus mit den Army Freezers steht wieder an. Ja, am Freitag gab es das Spiel gegen die DEG. Wir konnten uns mit 6:4 durchsetzen. In der richtigen Liga sah es leider ein bisschen anders aus. Da ging das Spiel mit 3:2 an die DEG. Man kann sich bei dem Spiel nicht nur über einen Punkt beschweren. Über die Schiris. Die haben das Spiel so verpfiffen. Aber ansonsten hatte das Spiel einfach alles. Es war Action drin, es war Spannung drin, es war Wut drin. Also, das war schon ein richtiges Playoff-Spiel, was man da gesehen hat. Leider mit dem falschen Ausgang. Die DEG hat sich mit 3:2 gegen uns durchgesetzt. Ja, am heutigen Sonntag fahren die Hamburg Freezers nach Krefeld zu den Pinguinen. Für die geht es auch noch um viel. Die, ja, stehen noch nicht fest in den Playoffs. Genauso wie wir. Noch haben wir keinen festen Platz. Sollten wir jetzt gewinnen, sollten wir einen festen Platz haben. Brad Festerling fällt auch noch aus. Das ist suboptimal. Na, mal sehen, wie der ersetzt wird. Eieieiei. Ja, Krefeld. Die brauchen auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Die waren im letzten Spiel auf Platz 10 oder 11 oder so was. Wenn die in die Playoffs kommen wollen, müssen sie noch ein bisschen zulegen. Okay, Caron steht wieder bei uns im Tor und Behrens spielt bei uns in der ersten Reihe. Das könnte spannend werden. Schauen wir mal. Festerling wie immer am Bulli zu Beginn. Unsere erste Reihe wird nicht angerührt. Schönes Ding, Festerling holt sich den Puck. Schubert spielt auf Pettinger, der ging rein ins Angriffsdrittel. Böser Check gegen Fesseling, aber der steht schon wieder auf. Das ist sehr gut. Fesseling tankt sich dadurch die gesamte Abwehr durch. Der Schuss ist dann aber doch zu unpräzise. So, schöne Drangphase hier der Freezers. Jetzt laufen wir hier allerdings gerade in den Konter rein. Er wurde aber schön unterbunden durch Thomas Oppenheimer. Jetzt Clark auf Dupuis. Dupuis rein ins Angriffsdrittel. Ah! Macht da einen Haken zu viel, dann ist der Puck weg. Sehr schön, Westcott fängt den Pass ab. Spielt auf Sertic. Er wollte auf Matzen legen. Alter Schwede. Controlled through the middle, point to point it goes to. Oh, what a grab! He covers and a face-off. Schöner Schussversuch von Adam Mitchell, aber auch den hat sein den ihr Goalie. Ich weiß gerade schon wieder nicht mehr, wie er heißt. Kuhn war es, glaube ich. Picks up that pass. What's next? Ach komm, und da ziehe ich mir eine Strafe. Ah, 2 Minuten Powerplay für Krefeld. Sind aber mit das schlechteste Powerplay der Liga. Haben nur Platz 13 belegt. Was? Ja, genau. Willst du mich jetzt verarschen? Continue,
So, sie wollten mich nicht rauskommen lassen. Dafür drücke ich ihn jetzt einen Konter rein oder auch nicht. Schön gestört von Phil Dupuis. Ah, schade. Let's it go. Nicely patted away. Pass comes to him from the crease. Got that pass up the same side of the ice. So, Clark, einfach weg mit dem Puck. Hoffenheimer holt ihn sich beinahe wieder. So, damit haben wir die Unterzahl überstanden. Oh, verdammt, Axt. Schöner Save von Caron. Nochmal ein schöner Save von Caron. Clark holt sich den schön wieder. Schlechter Pass von Behrens. Aber Caron wieder zur Stelle. Clark auf Sertage. Sertage rein ins Angriffsdrittel. Sertage! War eigentlich ein Schussversuch. Aber das war fast eher ein Pass an Langpfosten. Da kam Jakobsen dann nicht ran. Schubert, schöner verdeckter Schuss, aber auch da war die Abwehr dann doch noch im Weg. Ah, Scheiße. Ja, das war abseits. Ich sehe es ein. So, festerlegen. Holt sich das Bulli. Spielt zu Pettinger. Der rein ins Angriffsdrittel schießt. Aber den hat Kuhn. 0:0 nach dem ersten Drittel, Leute. So, schauen wir uns mal die Statistik an. 8:6 Schüsse. Krefeld hat sogar ein Übergewicht. Meine Güte. Das kommt mir nicht so vor. Festerling gewinnt das Bulli. Spielt auf Pettinger. So, Flagge bringt den Puck raus über Festerling. Schade, schöner Versuch. Uiuiui. Behrens bleibt an der Verteidigung hängen. Gets it behind the net. Forcing attention in deep. Hallo. Dankeschön. Auf Caron ist noch immer Verlass. So, Kevin Clark jetzt. Kevin Clark. Umkurvt das Tor und... Was war das denn für ein Tor? Kevin Clark, 15. Saisontor. Vorlage von Oppenheimer und Schubert. Da kurvt er hinterm Tor längs. Will eigentlich in den Slot passen, schießt aber wohl an die Rückseite des Schlittschuhs von Kuhn. Kann ich das noch einmal sehen? Ich hab das... Schade. Das war mal ein ganz frecher. Ein richtig frecher, ey. Ja, damit steht es 1-0 für die Harvey Freezers durch Kevin Clark. Der hat mal wieder gegen seinen Ex-Club getroffen. Wollen wir natürlich direkt nachlegen. Between the blue lines. Shoots. Turned aside off the pad. Routine that time. Another magnificent save. Okay. No shadow of the boards here. And he drops it to the opposite corner. Gut, die Krefelder gehen wechseln. Chance für uns neu aufzubauen. Oh, oder auch nicht.
Sertic! Knapp am Tor vorbei. Da kam ja fast nochmal so ein linkes Ding. Meine Güte, Tumult vorm Krefelder Tor. Caron! Der denkt nicht mal daran, sich den Puck zu holen. Lass mich jetzt füllen hier. So, Flag auf Sertic. Sertic rein ins Angriffsdrittel, verdattelt den Puck da aber. Oh, oh. Schöner Save von Caron. Nochmal schöner Save von Caron. Huiuiuiui. So. So, da versuchen sie es mit dem schnellen Schuss. Ah, Pool mit der Rückhand, bleibt aber an Kuhn hängen. Noch 41 Sekunden im zweiten Drittel. 5 von 9 Bullies konnten wir für uns entscheiden. Keusen! Schade. Keusen ist ja leider auch einer dieser Langzeitverletzten von den Freezers. Oh! Wo ist denn der Puck? Schöner Pass von Kevin Clark, aber den kann Oppenheimer da nicht verwerten. Schade, schade. In diesem Drittel sollten wir auf jeden Fall die Oberhand gehabt haben. Genau, 10 zu 6 Schüsse. Uiuiui. Letztes Drittel, wird noch spannend. Steht nur 1 zu 0. Ah, fuck. A shot deflected off the blocker. Up the wing with it now. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Flip to the opposite corner. So, Neuaufbau. Festerling rein ins Angriffsdrittel, rüber auf Matt Pettinger. Der scheitert an Kuhn. Dann nochmal Festerling und der macht das Ding. Festerling macht das Ding. Kommt im Slot frei zum Schuss. Einige Mann vor ihm, die dem Goalie die Sicht versperren. Und da netzt er dann ein. Gary Festerling, 8. Saisontor. Vorlage von Matt Pettinger und Behrens, glaube ich, ne? Oder? Ja, Behrens. Wird vermutlich seinen ersten Assist beigesteuert haben der Saison. So, Phil Dupuy schon wieder auf Weg. Da kommt er aber nicht an Kuhn vorbei. Oh. Oh, oh. Schöner Save von Caron wieder. Mal wieder. Der ist echt so ein bisschen unsere Lebensversicherung. Oh! Was ein Pass von Kevin Clark! Der muss doch fast sitzen. Da muss Oppenheimer doch eigentlich nur noch seine Kelle hinhalten. Schade, da versucht. Nochmal ein genialer Save von Caron. Meine Güte, der ist heute auch in Topform. Schön gestört von Morten Madsen. Jetzt muss er nur schneller sein. Schießt aus Spitzenwinkel. Verpasst er aber. Böser Check gegen Kevin Schmidt. Ui, und Abseitsstellung. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. So, Krefelder steht auf jeden Fall schon mal ein bisschen offensiver da jetzt. Schöne Passstaffette. Ach, Flake, warum hältst du denn deinen Stock da dazwischen?
Okay, alles cool. Vielleicht auch nicht alles cool. Vielleicht auch nicht alles cool. Okay, doch, alles cool. Die Krefelder spielen sich im Puck selbst aus dem Drittel raus. So, Flake auf Thomas Oppenheimer. Der rein ins Angriffsdrittel, rüber auf Phil Dupuis. Aber auch da kommt Kuhn wieder ran. Noch 3 Minuten im dritten Drittel. 2:0 steht es für Hamburg. Das sieht gut aus. Aber wir wollen es ja nicht heraufbeschwören. Ungefährlicher Schuss von Mathieu, Dewey Westcott. Da fehlt mir gerade der Name. Dann probieren wir es jetzt rüber. Roa, der bleibt direkt an der Verteidigung hängen. Als Konter der Krefelder. Ach komm, was war das denn für ein Pass? Was war das denn jetzt für ein Pass? Meine Güte. Lol, die hatten ja schon Empty Netter. Garrett Festerling mit dem 3:0 ins Empty Net. Vorlage müsste da von Matt Pettinger und Christoph Schubert gekommen sein. Nee, Dewey Westcott. Festerling mit dem Doppelpack heute, 9. Saisontor. Schönes Ding. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die Krefelder gerade mit 6 Mann auf dem Eis standen. Oppenheimer kommt da wieder zu einer guten Chance im Slot. Kann die aber nicht verwandeln. So, Sertic verliert das Bulli. Ah. Sehr gut, Puck ist raus nach 15 Sekunden. Ach komm! Ernsthaft? Bulli für 0,3 Sekunden? Meine Güte. Ist ein Plus für unsere Bulli-Statistik, kann ich mit leben. 58 Münzen gesammelt. Das finde ich schön. 3:0 Sieg. Shutouts für Sebastian Caron. Doppelpack für Garrett Festerling. Und so sieht es auch in der Statistik aus. Festerling ist First Star. Caron zweiter. Und Jerry Kuhn, der Goalie der Krefelder, ist der dritte. Ja. 92% Fangquote ist gar nicht mal so verkehrt. Gegentordurchschnitt 2,01. Heute hat er 1 mehr bekommen. Sehr gut. Damit sollten wir unseren Playoff-Platz gefestigt haben. Also sicher. Beziehungsweise wir haben jetzt auf jeden Fall Platz 10 sicher. So muss man das sagen. Richtig feste Playoff-Platz hat man hier nur bis Platz 6. Da müssen wir gleich nochmal gucken. So, am Dienstag geht's auch schon weiter gegen die Straubing Tigers, genau. Entschuldigung, da kam ich gerade nicht auf den Namen. Mal sehen, Tabelle. Wir nun auf Platz 3 mit einem sicheren Playoff-Platz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt am besten noch irgendwie an Ingolstadt vorbeikommen. Dann haben wir die beste Ausgangsposition. Weil an Köln werden wir, denke ich, nicht mehr rankommen. Das sind 7 Punkte. Bei noch 5 Spielen. Ah, wird schwierig. Wobei, wir spielen noch gegen Köln. Wir werden sehen.
Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch am Dienstag zum Spiel gegen die Straubing Tigers wieder einschalten würdet. Haut rein, bis die Tage. Ciao.